Hallo Kollege, du hast gerade ein paar Wohns nach Altenbrück geliefert und abgekoppelt. Nach einer kurzen Pause hast du nun einen neuen Auftrag erhalten. Es müssen Kesselwagen von der Raffinerie in Bad Rinkenburg abgeholt und nach Altenburg gebracht werden. Die Raffinerie liegt in der entgegengesetzten Fahrtrichtung, rüstet deinen Lok auf und setze fort zum Kollegen am Wendepunkt. Weitere Anweisungen erhältst du gleich. Ja, und damit Servus und Grüße euch zu einer weiteren Fahrt hier im Transimulator 2020 auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, dann werden wir mal wie angekündigt die Lok aufrüsten, schalten wir mal die Batterie ein. Machen wir hier mal den Luftpress an. Ich würde jetzt mal den vorderen Stromabnehmer auswählen. Das heißt, wir müssen den Führerstand erst mal aktivieren. Dann nehmen wir den Stromabnehmer Nummer 1. Warten wir, bis der Druck aufgebaut ist. Schalten wir mal die SIVA und die PZB ein. Als einzelner Lokzug würde ich sagen, wir bleiben jetzt mal in der oberen Zugart. So, die müssen wir auch noch lösen, die Bremse hier. So, die können wir gerne auf 4,7 Bar lösen. Instrumentenbeleuchtung machen wir uns gleich mal an. Rauf mit dem Stromabnehmer. Hier mal die Waggons, die wir gerade noch angeliefert haben. So. Einmal kurz warten. Fahrtrichtung sind wir nach vorne. Mal lösen. Zugspitzenlicht muss man noch einschalten. So, dann sollten wir eigentlich alles soweit haben. Und dann rücken wir mal zum Kollegen vor, der da vorne am Signal steht. Da vorne sehen wir den Kollegen stehen, der angesprochen war. Die haben wir gelöst, ja. So, jetzt hier dann gleich mehr zu der Aufgabe. Jetzt rücken wir hier mal vor zum Wendepunkt. Die SIVA natürlich nicht vergessen zu betätigen. So. Hier mit der Lokbremse stehen. Gegenrichtung weiter müssen, schalten wir hier mal den Führerstand auf aus, wechseln den Führerstand, Fahrtrichtungswender wieder nach vorne verlegen, Spitzenlicht umgeschaltet. Sehr gut, wechsle jetzt den Führerstand und fahre zur Raffinerie. Ein Kollege steht vor dem Kesselwagen, welche du abholen sollst. Bleib kurz vor dem Wagen stehen und warte, bis der Kollege dir die nächsten Anweisungen gibt. Das machen wir auch. So, das heißt, da wir hier mit Fahrstufe 3 anfahren. Das hochgestellte Zwergsignal vorne zeigt ja auch noch Halt an. Können wir uns also mal Zeit lassen. So, die Aufgabe nennt sich die Öllieferung nach Altenburg. Ist vom User Sascha 1974 aus dem Welsim Forum. Ich verlinke euch die Aufgabe natürlich wieder in der Videobeschreibung. Wir fahren hier auf der neuen Version vom im Köblitzer Bergland Reloaded hier vorbei an den rostigen Signalbrücken oder an der rostigen Signalbrücke. So. Der Zwerg hat umgeschaltet. Wobei das nächste Signal ja auch wieder Halt zeigen. Anzeigt. Ah, deswegen, da fährt noch ein Regionalexpress ein, schön mit Mindlingen. Falsche Richtung. So. Das Signal hat auch auf Langsamfahrt umgeschaltet. Gegengleisanzeige oben am Signal. Ja.
zügig Richtung Raffinerie, dass wir das Gleis nicht zu lange blockieren. Mit 40 hier raus aus der Abstellung. Streckengeschwindigkeit beschleunigen, wenn wir mit unserer schönen 140er hier den weichen Bereich verlassen haben. Bahnübergang geschlossen, sehr gut. Und Tempo 100. Zumindest für kurze Zeit. Für die Einfahrt in die Raffinerie angezeigt, langsam fort. Bremsdruck die Fahrt weiter verringern. Da steht eine Dame oben, die uns zuguckt auf der Brücke. So, Tempo 30. Das Signal für die Türfreigabe gewesen. So. 30 sind wir schon vorne. Hier geht es eine kleine Steigung hoch. Ich aufpassen, wenn man den Scheitelpunkt erreicht, dass wir eben dann bergab nicht wieder zu schnell werden Richtung Raffinerie. Tor zur Einfahrt geöffnet ist. Die Warnleuchte am Tor blinkt und es ist geöffnet. Ja, auch der kleine Zwerg hat umgeschaltet. Ah, da sind wir schon den Kollegen bei den Kesselwagen stehen. Also müssen wir die Kesselwagen, die geradeaus stehen, hier abholen. So. Kurz vor den Waggons den Anstandshalt, der ja auch angekündigt worden ist, einhalten. So, bleiben wir hier mal kurz vor den Waggons stehen. Auf die nächsten Anweisungen. Steht unser Rangierkollege. So, was haben wir denn für eine Meldung vom Fahrdienstleiter? Fahre nun langsam an die Waggons heran und kuppel sie an. Das machen wir doch glatt. So, also das Ganze von außen angucken. Bremse anziehen. Dann gehen wir uns hier mal zu den Kupplungen und hängen sie an. Sehr gut, die Waggons sind am Haken. Wechsel jetzt wieder den Führerstand und fahre los, sobald es dir das Zwergsignal erlaubt. Achtung, stelle die PCB auf Zugart M, sofern noch nicht geschehen. In Niederkirch ist eine Zugüberholung geplant. Gut. So. Führerstand auf Aus. Vorwärtsstellung halt. Auf Führerstand 1, sonst können wir die PCB nicht umschalten.
So, einmal mittlere Zugart. Bremse kann man lösen. Fahrtrichtung wenn dann nach vorne. Mit Vorstufe 4 mehr anfahren. Jetzt nehmen wir auch die Vormotorlüfter dazu. Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Leistung. Oder wenn wir uns eh sputen, dass wir dann pünktlich um 10.25 Uhr laut Fahrplan auch bei unserer Überholung angekommen sind. Oder ankommen werden. Das Tor ist uns schon wieder geöffnet worden. So, beim Bahnübergang wollen wir mal kurz. Mikrofon benutzen, was steht denn hier dran? Halt. Weiterfahrt nach Sicherung. Ja, den haben wir gesichert. Der wurde uns gesichert. Können wir also hier ausfahren. Oh, da ist glaube ich der Hauptschalter rausgeflogen. Zu viel Leistung aufgeschaltet. So, aber jetzt. Nicht, dass ich jetzt mit den kleinen Vorstufen schon an die 420 Ampere Oberstromgrenze gekommen bin. Macht ja nichts. Schalten wir den Hauptschalter einfach wieder ein und fahren auf die Hauptstrecke aus. So. Vorstufe 10 nicht zu weit beschleunigen, weil wir wissen ja, wenn wir vorhin den Hügel hochfahren mussten, geht es jetzt den kleinen Hügel nach unten. Das heißt, der Zug wird jetzt dann etwas ins Rollen kommen. Die Leistung zurücknehmen. Sonst wären wir zu schnell. Jetzt müssen wir mit unserem ganzen Zug hier aufs Gleis raus mit unserem Kesselwagen. Geschwindigkeit beschleunigen. Ah, die Dame ist mit dem Fahrrad hier angekommen. Ah. Macht ein bisschen Transporting. Können wir uns mit unserem schönen Zug hier in der Vorbeifahrt anschauen. Stellen wir uns hier mal außerhalb vom Zaun hin. Den F3 Monitor mal kurz aus. Unsere schöne Orientrote Baureihe 140. Kesselwagen von VTG und GATX. Zugschlusstafeln hinten, sehr gut. Für so wenig leere Kesselwagen lassen sie es aber ganz schön schwer ziehen. Ja, die doch eher beladen. Müssen ja wohl beladen sein, stimmt. Kann nicht heißen, dass wir leere Kesselwagen wegbringen müssen. Das sind ja mit Öl gefüllt. Jetzt leider nicht, es liegt zumindest kein Schnee, aber die gehen doch mit Jacken hier spazieren. Also bringen wir Öl weg für die Heizungen. Der Winter naht scheinbar. Schon wieder gewendet mit seinem Regionalzug. So, ein bisschen die Leistung weg. Tempo 100 erreicht. Wunderschöne Burg.
Links und rechts der Strecke hier auf dieser Version 2 ja, doch immer wieder recht schöne Sachen, immer wieder Graffiti an den Wänden, naja, auf jeder Strecke, jeder Brücke, jedem Waggon immer wieder zu sehen. Die beliebte Dekoration dieser V-Painter, wie ich es auch immer nenne. Vorbei von oben am Freibad mit Rutsche vorbeifahren, sehr schön. Die Strecke ist ja nebenab oder neben der Strecke schon wirklich immer mit tollen Sachen ausgekleidet. Nicht einfach mal wirklich so einen Fahrplanmodus hier durchfahren können und sich einfach mal nur in der Außenansicht bewegen und die schönen Sachen hier immer sich anschauen. Hier kleiner Rastplatz, wie wir gesehen haben. Der LKW ist ein bisschen vollbeladen, langsam unterwegs. Die Karawane zieht sich etwas dahinter. Autobahnbrücke ist. Das Treibhaus. Die Geschwindigkeit mal ein bisschen weg. Dass wir unter 95 Stundenkilometer kommen für die Geschwindigkeitsüberwachung beim Geschwindigkeitsvorankündiger bei den 80. Da haben wir nämlich keine Beeinflussung. Beeinflussung ist keine, müssen wir also nicht bis auf 70 runterbremsen. Das reicht, wenn wir in 700 Metern dann auf Tempo 80 verzögert haben. Ausreichen, und ich glaube schon, dass das eine gute Punktlandung werden wird. So, alles in Ordnung. Hier sieht man auch wieder, da sind die Brückenteile der alten Brücke noch stehen gelassen worden. Zuerst haben wir die neue Brücke unterquert und dann haben wir noch die Reste der Brückenrampen gesehen. Alternative Energie mit Windkrafträdern. Schöne Unterführung, sehr schöne neue Häuser. Oh, eine schöne 218er. So, das müssen wir beeilen, dass wir wirklich pünktlich nach Niederkirch kommen. Bing, bing, bing. Schön, der Bahnübergang zu hören. Das Läutwerk des Bahnübergangs ist auch eine interessante Oberleitungsabspannung hier mit den Masten. Jetzt haben wir noch die Kurve durch und dann haben wir eine kurze Zwischengerade, wo wir noch einen kleinen Sprint einlegen können. Entgegen.
drei Spitzenlichter. Eine 120, oh. Müsste ich glaube ich einmal wieder fahren. Gut, gute alte Baureihe 120, die erste Drehstromlokomotive der Welt. Heute ja teilweise immer noch im Dienst. Strecke zu begeben. Neben der Autobahn vorbei. So, hier schon einmal die Ankündigung. Vom Motorlüfter aus. Hauptschalter rausnehmen. Müsste ab hier dann auf alle Fälle aus sein. Das dürfen wir gleich wieder einschalten. Haben wir den vorderen Stromabnehmer gehoben, also können wir jetzt schon wieder einmachen. Ne? Das ist immer so ein kleiner, nehmen wir es mal Bug, dass ich ab und zu mal den Schalter zweimal bestätigen muss. Erstmal irgendwie nicht mitbekommt, dass alles in Ordnung ist, dass man eigentlich die richtige Stellung des Richtungswenders eingelegt haben und dass wir auch Vorderradspannung anliegen haben. Da steht eine 151er in der Ausfahrt vom Kraftwerk oder nein, eine 140er. Stimmt. 150er, oh. Auch schon wieder etwas zu schnell unterwegs. Stärker bremsen, langsam fort erwarten. Wir dürfen noch ganz schön kräftig an der Bremse ziehen, sonst glaube ich, da werde ich die Zwangsbremsung jetzt kaum vermeiden lassen. Da ist sie schon. Haben wir so schwer geladen. Bei einer Vollbremsung, ja gut, normal müssen wir eine Schnellbremsstellung hier, glaube ich. Ja. So, jetzt können wir hier den ohrenbetäubenden Lärm ausmachen. So, dann müssen wir warten, bis die Hauptaufleitung der 5 Bar sind schon wieder drinnen, die Bremszylinder
sind auch gleich bei 0 Bar und können uns wieder in Bewegung setzen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir die Nadel so angucke, nicht zu schnell beschleunigen. Sonst haben wir wieder über den 420 Ampere und schon ist es passiert. So, das Vorsignal dürfen wir auch nicht vergessen zu bestätigen. Das war wieder knapp bei 400 Ampere. So, da vorne ist unsere Ausweichstelle. Welcher Regionalzug oder kommt da wieder Interregio? Sind wir mal gespannt, was uns überholen wird. So. Leistung mal wieder abschalten und bremsen wir mal ein bisschen gleich mal an. Nicht, dass wir dann noch über das Holz zeigen, das Signal drüber rutschen. Jetzt wissen wir, dass wir doch einen ziemlich schweren Zug haben. Schauen wir mal ganz kurz nach, was haben wir denn? 987 Tonnen, so schwer wäre das Ding aber eigentlich gar nicht. Komisch, in der mittleren Zugart müssen wir doch normalerweise nur unter 35 sein. Aber das macht nichts, hier müssen wir ja eh stehen bleiben. Oh, dieser ohrenbetäubende Lärm. Ein sehr nerviges Geräusch, gell? Schonung der Gäste oder der Fahrgäste am Bahnsteig einmal den Fahrmotorlüfter ausmachen. Sobald die Interregio vorbei ist und das Signal die Weiterfahrt erlaubt, kann eine momentan setze die Fahrt unverzüglich fort. Nächster Halt ist der Zielbahnhof Altenburg, Randschierbahnhof. Am Ziel wartet ein Kollege. Fahre mit der Lok unbedingt bis kurz vor das Zwergsignal, damit der Zugverband vollständig auf das Abstellgleis passt. Ich höre den Zug schon, oder? Ja. Wie hier vorbeifährt. Er kommt schon da. Der Interregio, der uns überholt. Oh, was haben wir denn hier? Bei der Baumaus. Bei der Baumaus gibt es fürs Heizen im Jahr 2015-16 einen schönen Ofen für 999 Euro. Meerkräuter auf engstem Raum findet man nur in Amsterdam. Almdudler, sehr schön. Oh, nochmal 120er. Das wird uns angehört. Also scheinbar nicht hier in Niederkirch am Bahnhof. Noch alles. 365 Tage volle Döner Flatrate. 2,50 Euro für einen Döner, das ist aber günstig. Und im Autoladen Merzburg gibt es ein Doppelset DVD-Player fürs Auto für 195. Das gleiche nochmal. Volle Döner Flatrate. Oh, Aufzug für barrierefreien Bahnhof, sehr schön. Das Signal gucken. Aber ist schon schön, gell, so eine schöne alte 140er in Orientrot. Macht doch auch was her hier. Essen ist schnuckelig. Das ist jetzt eher unschnuckeliger, gell, so ein halt zeigendes Signal.
eine sehr große Kirche. Oder schon fast die Ausmaße von Notre Dame oder so. Ist zumindest besser intakt als in Notre Dame. Da haben wir wieder einen kleinen Baggerfahrer. Der Schuppen ist wahrscheinlich auch mal schon dem Abriss. Da war wahrscheinlich mal eine Verladerampe und ein Gleis hier verlegt. Ja. Da sieht man noch ein paar Gleisreste. Schaut also noch ein Werksgelände aus, wo hier mal Gleise vielleicht verlegt waren. Alles zurückgebaut. Und die Natur hat sich auch schon wieder zurückgeholt. Das Signal will noch nicht umschalten. Jetzt hat Bremse lösen. So, schon mal Fahrstufe 6 einmal hoch. Vom Motorlüfter wieder rein. Und raus geht's mit Tempo 40 hier. So. Ein bisschen nachlegen. Gleis 6. Ah ja, dürfen wir die Lok noch abkuppeln. Die Loch, ja genau. Die Lok noch abkuppeln und in Abstellung bringen. So, jetzt geht es mir wieder auf die Hauptstrecke raus für uns. Schält sich unser Zug hier raus. Wie ist ein Wurm, ein Ölwurm. Ein Signal, ein Vorsignal. Ah, das ist glaube ich Ankündiger vor der Unterführung für die 60. Zugart Tempo 70, das passt eh. Was heißt mittlere Zugart, nicht untere Zugart, mittlere Zugart. In Dusi hast du in dem alten Vehikelchen noch. Also noch keine PZB, keine punktförmige Zugbeeinflussung, sondern der Vorgänger, die Indusi, die induktive Zugsicherung. Induktiv ganz einfach, weil es ja über die Magneten, die ja im Gleis liegen und den entsprechenden Gegenstücken an der Lok. Ein Magnetfeld eben geregelt wird. Eben dann die Überwachung mit 500 Hertz, mit 1000 Hertz oder 500 Hertz beziehungsweise 2000 Hertz dann beim Haltzeichen Signal. Genauso wie bei Geschwindigkeitsprüfabschnitten. Induktiv geregelt. Außerdem ist natürlich dann in LZB unterwegs oder im ganz modernen European Train Control System, im ETCS. Langsamfahrtankündigung. Oh, eine schöne 218er. Ah, gut, in Altrot.
runter auf Tempo 40. Da parken die Autos auf der Brücke. Schieben aber ganz schön die Öltanker da hinten. Und da reicht es eh wieder Tempo 60 aus. Ja, doch 40, gell? Aber das kriegen wir ja geregelt. Ja, bitteschön. 40 mit 60 Ankündigung. Also etwas schneller durch den Bahnhof von Altenburg durchfahren. Keine Leistung aufschalten, dann haben wir gleich 41 und dann meckert er wieder. Ja, ich wusste es. Zehner in Kobaltblau mit Silberlingen. Sehr schön. Oh, nicht auf dem Durchfahrtsgleis? Bahnhof muss man doch mit 40 durch. Ab hier haben wir eine Langsamfahrt mit 60. Die Signalbrücken da dann einmal eine Entrostung und einen Neuanstieg vertragen, da so. Schon immer schon 60 fahren dürfen. Haben wir dann da oben für eine schöne Werbereklame. With you at Hamburger Himmel. Oh. Hier könnt Ihre Werbung stehen. Umschreiben macht sich das Verlangen dafür. Ein bisschen Werbung für den Kanal hier machen. Altenburg eine virtuelle E-Mail schreiben. Oh, 30 Vorankündigungen hier am Vorsignal mit der NE2-Tafel. Probieren wir es wieder mal anfangen mit 4,7 Bar, das wird aber nicht ausreichen. Jetzt wissen wir schon, dass wir etwas Masse hinten am Zug dran haben. Flüssige Masse. Findest du das ein Port? Aha, die Baumaus. Da kann man also diesen Ofen kaufen. Also wenn einer so einen Ofen braucht für den Winter zum Heizen. Preis haben wir vorhin gesehen, 999 €, in der Baumaus zu kaufen hier in Altenburg. Ein bisschen Werbung machen für den. Für die Baumaus in Altenburg. Oder ist etwa hier unser Tankzug bestimmt für. Ja gut, da passt ein bisschen. Da wird ein Tank reinpassen, dass die 218 hier dann auch wieder
getankt werden kann, aber ich fahre ja eher mit Diesel, wobei die wird wahrscheinlich mit Öl auffahren. Ich weiß gar nicht, ob die 218er so einen Mehrstoff- oder Vielstoffmotor drinnen hat, den man auch mit ein paar anderen Stoffen befüllen und fahren kann. Herzmagnet nicht wieder zur Falle wird. Also rund unter 25 auf alle Fälle. Also kosten müssen wir bis zum Zwerg vorziehen. Damit unser Zug komplett in das Gleis reinpasst. Weichen Grenzzeichen verbaut. Ja, ich würde sagen, das schaut doch gut aus. So. Noch näher kann man ja da gar nicht hinbremsen, oder? Ja. Bisschen würde noch gehen, aber ich glaube, das passt. Unser letzter Waggon ist schön im Gleis, würde ich sagen, passt. Sehr gut, löse den Zugverband jetzt von der Lok ab. Machen wir doch. So. In den Führerstand hinein. Einmal raus bei der Tür hier, runter. Natürlich nur mit angezogener Warnweste. Perfekt, drücke nun vor zum Abstellgleis 9 und rüste dort deine Lok ab. Der Auftrag ist damit abgeschlossen. Wiederschauen, der Kollege. Das ist mal ein Feierabend, oder? So, eigentlich schon unser zweiter Auftrag, gell? So, jetzt geht es wieder ein bisschen leichter. Schätzen wir, dass ein Abstellgleis 9 einfach geradeaus durchgehen wird. So weit wie möglich dann an den Prellbock vor. Eine zweite Lok hier Platz hat in Abstellung. Na, fahren wir noch ein bisschen vor, komm. Was ist denn so der normale Abstand, den man da einhalten sollte oder müsste? Gibt es irgendeine Faustformel? Eine Handbreit zwischen Puffer und Prellbock. So, das passt doch da langsam. So, und schauen wir, ob wir die Lok noch abrüsten können. Das heißt, Vormotorlüfter aus. Liefer- und PZB aus. Schalter aus, Bremse anziehen, die Schnellbremsstellung, Strom abnehmen, noch runternehmen können, dann wären wir fast abgerüstet gewesen, die Batterie noch ausschalten. Gut gemacht, du hast jetzt Pause. Ich hoffe, dass euch das Szenario gefallen hat. Macht wirklich viel Spaß, die Öllieferung nach Altenburg zu fahren. Aufgabe bekommt ihr wieder verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos hier bald möglichst wiedersehen auf meinem Kanal. Ich wünsche euch bis dann alles Liebe und Gute. Euer Maverick.